Müller, unseren Bürgermeister, mit der Besprechung für den Winterdienst. Und ja, die Herrschaften von der Polizei, Herr Beule und Herr Dose, waren auch noch dabei. Genau, mache ich mal gerade weiter. Erstmal möchte ich noch ganz kurz zu den Kommentaren etwas hinzugeben. Leute, bitte, bitte, nehmt es uns nicht ganz krumm. Wir können nicht alles so umsetzen, wie es eigentlich sein soll. Es ist ein RP-Projekt, das ist richtig. aber einige Situationen lassen sich aus gegebenen Umständen nicht wirklich so umsetzen, wie es eigentlich hätte sein müssen oder wie es sein soll. Wir geben aber immerhin unser Bestes. Genau, ich heiße euch trotzdem nochmal herzlich willkommen und ich hoffe, ihr habt in diesen Aufnahmen wieder eine Menge Spaß und was zu lachen. Da. Herr Müller. Ach, Möchten Sie auch noch irgendetwas sagen? nichts sagen. Okay, er war jetzt ganz weit weg. Ich weiß nicht, was er gerade sich im Mund gesteckt hat. Herr Müller, ich habe eine Bitte an Sie. Würden Sie bitte als erstes mal eine Rundmail schreiben wegen der Feuerwehrgeschichte? Das werde ich machen. Es gab zwar jetzt in diesem Brief schon, aber so dass wir eben halt die Leute eben halt hier ihren Schicksal überlassen wegen der Feuerwehr, dass das mal, wenn wirklich irgendwas ist, dass da gleich ausgerückt werden kann. Dann. Welche Uhrzeit wollen Sie denn ungefähr das Treffen machen? Puh, die Leute sollen einfach anrufen, E-Mail schreiben an Sie, und dann kann man die Leute ja nach und nach eben halt hier hoch. Hier hinholen, das ist ja nicht das Problem. Vielleicht heute Abend klappt es, glaube ich, nicht. Vielleicht dann morgen Abend. 8 Uhr, gleich in der Früh, keine Ahnung. Ja, oder so, direkt des Morgens. Ja, okay. Gut. Genau, es ist ein Rundbrief hier rumgegangen. Das für die Zuschauer auch noch mal ganz kurz zu erklären. Moritz, dazu kannst du gerade was sagen? Ja, ich als Bürgermeister habe einen Rundbrief geschrieben für alle Bürger, wo nochmal ja alles Wichtige zum Räumdienst, zur Feuerwehr und den Steuern, die jetzt neu eingefügt werden, ja doch eingefügt werden, aufgelistet ist. Ich habe ganz vergessen, Herr Dose. Ja, Gustav, schön und schön, Herr Schröder und hallo, Herr Müller, schön, dass Sie auch da sind. Versteckt er sich Moin. einfach hier hinter mich, ne? Ja gut, das wird den Bürgern, haben ja diesen Rundbrief erhalten. Wie ist denn das jetzt mit der Aufteilung wegen dem Winterdienst? Werden die Leute dort einzeln angeschrieben oder macht der Bürgermeister dort einen Hofbesuch oder wie läuft das? Das stand doch auch in diesem Rundmail, hatte ich gerade gelesen. Außerdem den Winterdienst zum Bürger dieser Stadt. Also ich lese einfach mal ganz kurz diesen Brief vor. Bürgermeister Ellerbach, Christian Müller, Gemeindeamt. Liebe Bürger von Ellerbach, in diesem Brief möchte ich Sie über ein paar Sachen informieren, die in den nächsten Tagen und Wochen in unserer Gemeinde passieren werden. Wie schon in den letzten Wochen im kurzen Brief bestätigt wurde, haben wir bereits eine Feuerwehr gegründet. Dazu haben wir in der letzten Zeit schon Mitglieder gesucht. Diese Mitteilung geht ja jetzt gleich raus. Das macht der Bürgermeister, ich glaube, jetzt schon nebenbei. Zweitens, außerdem suchen wir für den Winterdienst noch Bürger, die die Stadt bei der Schneereinigung und Räumung helfen, wird eine kleinere Entlohnung für die Arbeit geben. Bitte melden Sie sich bei dem Bürgermeister, um uns Ihre Hilfe anzubieten. Genau, da steht es ja drin, beim Bürgermeister melden. Genau, jetzt zum letzteren Punkt auf der Liste. Am nächsten Morgen werden wir die Steuern einführen. Bitte zahlen Sie nach Abschluss des Tages 20% Ihrer Einnahmen an das Konto der Stadt. Genau, falls noch weitere Rückfragen sind und bevor Fehler entstehen, sollte man sich eben halt beim Bürgermeister melden. Gut, sollte es dort eben halt Probleme geben, dann wird der Bürgermeister uns ja dann eben halt Bescheid sagen. Ja? Gut, das war der Rundbrief an die Bürger. Den haben Jugend. alle erhalten. Gut. Sehr schön. Dann Was haben haben wir wir jetzt noch? eigentlich alles geklärt, oder? Genau. Ja gut, dann mache ich mich auf, ich gehe betonieren Ach so, und ja. eine Sache noch, ganz kurz zu erwähnen. Es ist zwar jetzt noch nicht aktuell, aber wir haben von einer anderen Polizeidienststelle und vom Gericht oder sonst irgendwas, weiß jetzt nicht ganz genau, wie das laufen sollte, aber da wird es auch noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister geben, weil der muss das eben ein bisschen im Auge behalten. Wir kriegen einen guten Mann überstellt, der bei uns die Sozialstunden ausüben soll.
Entweder heute im Laufe des Abendes oder morgen wird er wohl gucken, dass er Sozialstunden ausübt, und das soll wohl auf dem, ich weiß es gar nicht, irgendwo wollte ich den unterbringen, wo er eben halt sein Wissen zeigen kann. Das nochmal ganz kurz zur Information. Gut. Das sollte aber dann unter uns bleiben, Herr Müller und Herr Schröder, weil das ist eine Aktion, die nicht unbedingt dann jeder wissen muss. Gut. Dass wir da Bescheid wissen. Gut, die Pläne für den Winterdienst macht dann Herr Müller. Gut, dann würde ich sagen, sind wir raus. Dann Jo, auf gute gut. Zusammenarbeit. Einen schönen Tag euch. Jo, Ihnen auch. Danke. Oh, dicker alter Mann. Ja, Hose. Opa, Opa. Genau, die anderen sind gerade noch ein wenig am User Schlafen. left your User channel. left Guck mal, unten steht einer am Eingang. Wir gehen mal gerade runter, ja? Hier, macht das mal eben. Schieß mir den Weg, Dicker. Alter, bin ich zu dick für diese Tür, oder was? Natürlich, Gustav. Da geht's die Treppen runter. So, genau, da ist auch schon die Mail. Irgendwo habe ich doch gerade jemanden stehen sehen. Ach, da ist er doch. Ja, wo ist er denn? User left your channel. User joined your Dann wollen wir channel. mal den Dings wieder suchen. Und Mario, ach, da steht er ja. So, Mario. Was Gustav. wünschst du dir? Rundfahrt? Spazierfahrt? Ja, lass mal ein bisschen rumfahren. Genau, welchen Wagen möchtest du nehmen? Kennst mich doch. Ich nehme natürlich BMW, weil Mercedes besitzen wir ja nicht. Mercedes hat uns ja die Freundschaft gekündigt. Ja, gut, also dir würde ich ja eh nicht ein Auto unbedingt in der Hand geben. Aber okay, das lassen wir dann einfach mal so. Übrigens, Auto, Gustav, haben wir eigentlich schon die Werkstatt angerufen, weil ich habe doch da letztes Mal, so schusselig war ich da, eine Beule reingefahren. Ach so, nee, dann fahr du doch mal gerade zum Händler hin und frag doch mal. Genau, dann machen wir das so. Dann fahr ich mal mit zum Händler, dass ich mal eben da die Beule weiß. Das sieht doch immer scheiße aus, wenn unser Wagen da die Beule hat. Ja, ich muss ja jetzt nicht sagen, wie sie entstanden ist, ne? Wenn du des Abends zu viel trinken tust und so. Aber gut, okay, lassen wir Nee, das. ich meine, es reicht ja schon, dass du Beule heißt sogar, ne? Okay, Mario, hau rein. Wir bleiben über Funk trotzdem verbunden, ja? Ja, natürlich. Wenn was ist, funk mich an, ne? Jo, machen wir, alter Mann. Gustav! Jetzt, ich höre dich wieder, ja? Du musst auch noch keine Sirene machen, ne? Das weißt ja, haben wir keine Sondergenehmigung. Ich habe nur den Test gerade gemacht. Ich weiß zwar nicht, was der Herr Müller jetzt hier gerade möchte, aber gut. Ich muss jetzt mal gerade gucken, welche Richtung ich jetzt hier fahre.
So. Ja, das heißt, wir schauen einfach mal. Ich glaube, wir fahren mal hier in den Wald rein. Gustav, Ja. ich habe ein Problem. Klasse. Weißt du noch mal, wo der Händler ist, in welche Richtung? Ja, du musst auf die Straße und dann links. Okay, dann dauert es noch ein bisschen, bis ich da angekommen bin, ne? Also. Ja, ich weiß, sonst fährst du ja immer alles um. Ja, ich habe mich ein bisschen verfahren, aber ich frage, guck mal hier, ob jetzt alles hier, die Zäune, alles in Ordnung ist. Ich muss mal gerade ganz kurz, ja, wohin? Ich war mal gerade hier einen Absacker im Wald machen, ja? Ja, mach mal, ich bin gleich beim Viehhändler. Ist zwar falsch, aber guck mal, was da so es ist. Okay. Willst du die Tiere zulegen? Nee, ich wollte ja doch, weißt du doch, zum Händler. Ja. Ich fahre mal schnell hier in den Wald rein und werde mal gerade Wasser lassen. Falls hier oben nicht irgendwo. Vita? Gustav? Hier steht ein Drescher im Wald. Wie, da steht ein Drescher im Wald. Ich bin hier oben bei Feld 65. Da steht ein Drescher. Warte mal, ich gucke mir das mal gerade hier an. Steht ein Drescher mit einem Maisgebiss und ja, zum Dreschen eben halt ein Glas. Wolltest du das auch mal angucken? Ja, ich komme zu dir. Also, wo bist du? Ja, bei Feld 65 da, also in den Wald da rein. Da müssen wir. Oh, hier ist ein schwarzer Fleck. Oh. Scheint aber irgendwas ausgelaufen zu sein. Aha, das sieht aber irgendwie gar nicht gut aus. Ja, komm bitte hier hoch, zu Feld 65. Dürftest mich ja eigentlich über GPS sehen. Ja, ich bin unterwegs. Ich werde mir mal vorsichtshalber den Händler da hinzu anrufen, ja? Ja, mach mal, vielleicht hat er Infos. Naja, einen ganz kleinen Augenblick. User left your channel. User joined your channel. Dieter? Ja, ich bin gleich da. Okay. Kennst mich doch, ich und den Navi, das ist bei dem BMW ganz schlecht. Oh, Gustav.
Ja, bitte. Glaube, ich habe die nächste Beule reingefahren. Okay, ich glaube, du solltest besser gar kein Auto mehr fahren. Ich habe ein Problem, ich stecke eine Laterne fest. Gustav. Dieter. Ah, ich habe es geschafft. Ich habe, ui, Gott sei Dank, gut. Beide für uns, ne? Laterne hat drei Kratzer. Die Laterne und unser Auto. Ja, gut, die eine Beule mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mal drauf an, ne? Da könntest du recht haben. So, ich habe den Schröder übrigens schon angerufen. Der ist gerade noch am Ausliefern. Danach guckt er sich das hier an. Da bist du ja. User joined your channel. Komm mal mit hier. Ja, Polizei Ellerbach hier, wie können wir weiterhelfen? Ja, grüß Gott. Ich hau jetzt da gerade Bäder in, wie heißt das Nest? Da wo der Hof vom Temming ist, in Bachern. Bin ich gerade reingefahren und da war mein Bulldog ein Fonzel oben drauf montiert. Irgendwo ist eine Funzel drauf montiert, aber wo? Ja, auf meinem Bulldog, auf so einem 700er Vario war ein Rundumlicht montiert. Und die Ja, wollte müssen das wir gucken, ob er dort vorne. eine Genehmigung hat. Ja. Ja, müssen wir nachher mit der Stadt sprechen, mit dem Bürgermeister, ob er dort eine Genehmigung bekommen hat. Wenn ja, dann dürfte das keine Probleme ergeben. Okay. Na? Wie gesagt, ansonsten entweder Sie rufen ihn gerade an, fragen dort nach, weil wir sind gerade außerhalb, wir müssen hier gerade was begutachten. Ja, ich frage mal, ob der Genehmigung hat. Soll ich nach einem Leerrufer oder? Ich melde mich nachher, sobald wir hier Luft haben, ja? Ja. Okay, tschüss. Dann tschüss. So, Dieter, das User sieht left aber your hier nach channel. Wasser aus, ne? Aber hier, guckst du, hier, ich weiß nicht, ob wir hier nicht irgendwelche Probleme haben. Nicht nur das, Gustav, das ist auch ein älteres Modell, das ist sehr verwunderlich. Und dass er hier auch mittendrin steht, also das sieht so eher so aus. Also vergessen kann ich mir eher weniger vorstellen, weil es gibt hier auch keine Felder. Was sagt denn die Stadt hierzu? Ja, der guckt Das sich das jetzt ist. gleich erstmal an. Die wissen nicht, wem das Teil hier gehört. Also ich habe auch schon hier nachgeguckt gehabt. Man kann auch nichts sehen. Wir stellen den ganz aber, der sollte den auf dem Stadthof abstellen, soll eine Ausschreibung machen. Wenn nicht, dann versteigern wir den hinterher einfach. Scheiß was drauf. Machen wir mal gar keinen Kopf drum. Nee, ich würde sagen, wir müssen da, der muss ja eigentlich rein Tisch hier abgeschleppt werden. Ja, das habe ich. Dann. Ich habe den Schröder habe schon Bescheid gesagt. Und dann setzen wir das genau, und dann setzen wir das mal in der Zeitung, dass wir hier was gefunden haben, und dann sollte sich der Besitzer da mal melden. Genau. Das, ne? Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Wenn es natürlich dann keinen gehört, dann könnten wir, müsste man mit der Stadt dann sprechen. Aber das ist ja auch wieder die Aufgabe der Stadt. Müssen die dann versteigern oder so. Das ist ja eigentlich nicht mehr unsere Aufgabe. Nee, nee, das ist dann, muss die Stadt sich darum kümmern. Das ist eine öffentliche Ausschreibung dann. Ja, also der Dings weiß schon Bescheid. Der wird sich das auch angucken. Ich würde jetzt ganz einfach nur sagen, wir machen mal hier vorsichtshalber eine Wasserprobe. Also wir nehmen da mal eine Probe, um zu gucken, ob das hier irgendwie was ausgelaufen ist an den Drescher. Da es ja eben ein etwas älteres Modell ist. Gut, hier hinten sieht es nicht unbedingt danach aus. Und Fotos müssen wir machen, Gustav. Ja. Denk dran, ne? Mach ich. Falls das heißt, hast schon gemacht, gut. Nicht, dass wir dann da Ärger kriegen. Das heißt, wir haben da Schäden verursacht, Nee, ne? nee, die Fotos haben wir schon gemacht. Also ich bin ja schon jetzt mehrmals drumherum gelaufen. Alles gut. Na? Dann, ja, Leute, ihr seht, wir sind schon wieder am Ende. Ich denke mal, dass wir hier nachher weitermachen werden oder hier wird die nächste Folge weitergehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt und auch natürlich hier wieder gerne Kommentare, Kommentare, Kommentare gerne gesehen. So, Dieter.
Ja, von mir auch herzlichen Dank. Auch bei mir dürft ihr gerne Kommentare reinschreiben, wie genauso bei den anderen Projekten. Und wir sehen uns hier bei der nächsten Folge, genau hier, wo wir jetzt stehen.